bin Edora, He-Mans Zwillingsschwester und Beschützerin von Crystal Castle. Das ist Spirit, mein geliebtes Pferd. Fantastische Geheimnisse offenbarten sich mir an dem Tag, als ich mein Schwert erhob und sagte, für die Ehre von Grayskull! Ich bin She-Ra! Nur wenige teilten dieses Geheimnis. Zu ihnen zählten Lightope, Madame Res und Cowan. Meine Freunde der großen Rebellion und ich versuchten mit vereinten Kräften, Etheria von den schrecklichen Mächten des Hordak zu befreien. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ein ganz großes Unglück naht. Ah! Oh, du liebe Güte. Ich glaube, wir sollten besser landen. Das versuche ich ja die ganze Zeit. Edora, pass auf. Weißt du, da sollten wir noch etwas mehr üben. Oder ihr solltet da landen, wo es keine Bäume gibt. Was ist los, Edora? Du siehst bekümmert aus. Weißt du, ich habe einen Brief von Lonnie bekommen. Ist das Mädchen, die deine rechte Hand bei den Hordes war? Ja, sie war meine Stellvertreterin und meine Freundin. Hordak will sie in die Sklavenminen auf Hordaks World schicken. Oh nein, warum? Gebt ihr die Schuld, dass ich die Hordes verlassen habe. Ich muss ihr helfen. Das bedeutet einen Besuch in der Schreckenszone. Dann werde ich mal anfangen, ein paar Zaubersprüche zu studieren. Nein, Madame. Das hat nichts mit der Rebellion zu tun. Das ist etwas Persönliches. Ich begib mich allein dahin. Oh nein, auf keinen Fall. Cowl und ich werden dich begleiten. Ich? Was ich? Ich kann mich nicht erinnern, mich freiwillig gemeldet zu haben. Ich weiß dein Angebot zu schätzen, Bo, aber ich habe mich schon entschieden. Oh, da hast du völlig recht, Edora. Die Schreckenszone ist kein Ort für ein Sensibelchen wie mich. Sie ist so starkköpfig. Und was dich angeht... Oh, vergib mir, Bo. Nun ja, ich bin nun mal kein Held. Ich fürchte, da hast du recht. Richtig. Aber das hindert mich auch daran, so dumme Sachen zu machen wie du, nicht wahr? Mit She-Ra und Swiftwind werden wir schneller zur Schreckenszone gelangen. Ein schöner Flug wäre jetzt toll. Für die Ehre von Grayskull! Schreckenszone, flieg los, Swiftwind! Wir gehen den Rest des Weges zu Fuß. Wir werden nicht riskieren, von einem Flyer der Hordes entdeckt zu werden. Oh nein! Dieser Ort könnte den ersten Preis beim Hässlichkeitswettbewerb gewinnen. Ganz leicht. Hier kann alles Mögliche passieren, also halt die Augen offen! She-Ra! She-Ra! She-Ra, wo bist du? She-Ra, Gott sei Dank! Wie siehst du denn aus? Ganz schmutzig! Ich weiß, aber das lässt sich ändern. Tritt zurück! Schon besser. Trollen wir uns, bevor hier noch ein Monster anfängt zu grapschen. Oh,
ich weiß wirklich nicht, warum ich mich von dir zu dieser Torheit habe überreden lassen. Dora hat doch gesagt, sie wollte sich allein in die Schreckenszone begeben. Und das hat sie auch getan, aber sie hat nicht gesagt, dass wir ihr dorthin nicht folgen dürfen. Oh, wie ich es hasse, dass du immer das letzte Wort haben musst. Tyrosaurus. Ich dachte, die gibt es nur auf Beast Island. Fliegen wir weg oder kämpfen wir? Weder noch. She-Ra, was hast du vor? Ganz ruhig, mein großer Freund. Ganz ruhig. Sein Flügel ist verletzt. Er hat Schmerzen. Ich muss ihn heilen. Sei vorsichtig. Hab keine Angst. Ich will dich nur berühren. Fühlst du dich besser? Hey, lass das. Das reicht. Nun flieg los. Dein Flügel ist geheilt. Ich glaube, wir haben einen neuen Freund, Swifty. Schöner Freund. Dieser Ort wird mit jedem Hinsehen schrecklicher. Wie wahr? Du wartest hier. Ich muss mich reinschleichen und Lonnie suchen. Sie kennt dich nicht als She-Ra. Ich verwandle mich in Adora, wenn ich drin bin. Bitte pass auf dich auf. Ja, Swifty, pass auch auf dich auf. She-Ra! Eine nette Art, einen Gast zu begrüßen. Ich finde dich auch sehr niedlich. Eigenartig, hier müssten doch Wachen postiert sein. Adora, hierher, schnell! Lonnie! Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Ich bin froh, dass es noch nicht zu spät ist. Es war mutig, von dir herzukommen. Du wusstest, ich würde kommen. Ja, ich wusste es. Du warst immer eine wundervolle Freundin. Lonnie, warum sollte ich herkommen? Wieso bist du nicht einfach geflohen? Ich wünschte, das alles wäre mir erspart geblieben. Sie ist hier. Hordak! Du hast mich verraten, Lonnie. Und ich dachte, wir wären Freundinnen. Oh ja, das hat die kleine Lonnie sehr gut gemacht, finde ich. Was willst du von mir, Hordak? Ich bin sicher, langsam hast du erkannt, dass es ein Fehler war, mit diesen Rebellen wegzulaufen. Du gehörst hierher. Niemals. Hordak, ich habe getan, was du verlangt hast. Lässt du jetzt meinen Vater aus Beast Island frei? Ach, jetzt verstehe ich. Damit hat er dich erpresst. Ich hoffe nur, dass du mir vergeben kannst. Ist schon gut, Lonnie. Schon gut. Also, Hordak? Ja, Kind. Natürlich werde ich deinen Vater freilassen. Irgendwann. Irgendwann, Hordak? Du hast mir dein Wort gegeben, dass du ihn freilassen würdest, wenn ich... Ich habe keine Zeit für solche Nichtigkeiten. Ich habe andere Dinge im Kopf. Zum Beispiel, was ich mit Adora machen werde. Halt, stehen bleiben und keine Tricks. Tricks? Das ist eine sehr gute Idee. Ich zeig dir den mit dem Spiegel. Verdammt. Ich würde dir noch einen weiteren Trick zeigen, aber ich hab's eilig. Auf Wiedersehen. Du weißt nicht zufällig, wo Adora sein könnte, oder? Nein, das habe ich mir gedacht. Trotzdem, vielen Dank. Los, nimm die Hände hoch. Ich soll die Hände hochnehmen? Na schön. Ja gut, mache ich.
nein! Naja, soweit so gut. Da ist er. Jetzt haben wir dich endlich. Oh, so sicher wäre ich mir da nicht. Ich hab ihn. Das bin ich. Wo ist er? Lass mich los. Edora! Schnapp ihn, ihr Soldat! Du Trottel! Ich muss den Wissenschaftlern sagen, sie sollen das Schlafgas stärker machen. Ach, er hat wahrhaftig noch etwas sagen können, bevor er eingeschlafen ist. Soldat, fessle den Mann. Ich möchte nicht, dass er uns wegläuft. Ja. Edora! Cole! Ich weiß, ich hätte nicht herkommen sollen, aber ich habe die Spannung nicht mehr ertragen. Also, was kann ich für dich tun? Natürlich etwas, was nicht so gefährlich ist, versteht sich. Mein Schwert, da auf dem Tisch. Ich hab es. Hier geblieben, blöder Vogel. Oh Mann, ich darf doch bitten. Flieg weg, Kaul, los, flieg zum Fenster raus. Das wirst du nicht, oh nein. Er hat es geschafft. Ich wäre nicht so fröhlich, wenn ich du wäre, Verräterin. Das Schwert interessiert mich wenig, hörst du? Ich habe ja noch dich, Edora, und deinen Freund. Und ich werde euch nach Beast Island schicken, und zwar für eine sehr, sehr lange Zeit. Beast Island. Ich fühle mich hier wie zu Hause. Immer glücklich. Und wie geht's dir, meine beste Freundin? Schluss mit dem Süßholz, Raspeln Hordak. Ich habe einen Zauber vorbereitet, gewoben aus den dunkelsten Schatten, um Edoras Verstand gefangen zu nehmen. Gut. Sie muss alles über diese verfluchte Rebellion vergessen und sich meiner Sache verschreiben. Kaue! Ich wollte dir nur sagen, ich hätte fast ein paar Schwanzfedern geopfert, um dir das Schwert zu bringen. Oh, vielen Dank, Kaue. Du brauchst mir wirklich nicht zu danken. Hol uns nur hier raus. Ich suche schon mal nach Bo. Da kommt jemand. Ich hab nicht viel Zeit. Für die Ehre von She-Ra! Ich bin She-Ra! Also Edora wollen wir She-Ra. Gut erkannt, mein Freund. Wo ist Edora? Was ist das? Irgendein Zaubertrick oder was? Keineswegs. Schau, ich habe nichts in den Händen. Jetzt bist du dran. Nicht doch. Ich muss los. Vielleicht ein andermal. Macht es euch gemütlich, Gentlemen. Ihr werdet ein Weilchen hier drin bleiben. Ich hab dir deinen Bogen wiedergebracht. Was hast du denn nun vor? Ich werde das Schloss wegschießen. Oh Mann, ich glaube nicht, dass das klappen wird, wenn du meine Meinung hören willst. Will ich nicht. Ich muss einfach nur sehr gut zielen. Ich verstehe, was du meinst. She-Ra? Wo ist Edora? Das würde ich auch gerne wissen. Ja, gewiss doch, um sie wieder zu verraten. Ich wette, deine Hordesfreunde sind auch gleich hier. Ja, aber diesmal sind sie hinter mir her. Ich will Edora befreien, ehe sie mich erwischen. Macht euch um Edora keine Sorgen. Sie ist in Sicherheit, meine Gute. Sie hat mir von eurem Vater erzählt. Versuchen wir, ihn zu befreien. Oh, ihr habt sie entwischen lassen. Oh!
Hier entlang. Kommt schon. Vater, wir sind gekommen, um dich zu befreien. Nein, Tochter, das könnt ihr nicht. Das ist unmöglich. Nichts ist unmöglich. Passt auf. Oh, ihr werdet feststellen, dass es das doch ist. Schnappt sie euch. Ich habe ein kleines, hübsches Geschenk für dich. Du bist ein kleiner Aufschneider, was? Weißt du, Hordak, aber du solltest nicht so einen Wind machen. Oh, warte, Junge, Junge, da unten sieht es ganz schön gefährlich aus. Von hier oben ganz zu schweigen. Sich von hinten anzuschleichen ist völlig unmöglich. Dieser Ölpfeil hilft gegen quietschende Rüstung. Oh nein! Schattenzauber wird She-Ra außer Gefecht setzen. Gut gemacht, She-Ra. Die eigene Medizin ist dir nicht bekommen. Sie holen Hilfe. Keine Angst, Vater. Wir holen dich raus. Rette dich selbst, Lonnie. Du kannst mich nicht befreien. Ja, der Mann hat recht. Aus dem Geierkäfig ist bis heute noch keiner befreit worden. Ach ja, Hordak. Pass gut auf. Schwert zu Strick. Es ist ganz einfach, wenn man weiß, wie. Vater! Werte Freundin, durfte ich einen strategischen Rückzug vorschlagen? Meine Schwanzfedern stellen sich schon auf. Du hast wie immer recht, Kaul. Zeig uns den Weg. Sehr gerne. Hinterher! Sie sind dicht hinter uns! Wir können da nicht rausgehen. Auf der Insel wimmelt es vor hungrigen Monstern. Hier drinnen ist es auch nicht allzu angenehm. Freunde, wir haben keine andere Wahl. Schließt es schnell. Die sind da draußen so gut wie erledigt. Keine Sorge, die werden Hordak nie mehr Ärger machen. Scheint das Orchesterspiel zum Abendessen auf. Und ich fürchte, wir sind das Abendessen. Ich hoffe nur, das sind Vegetarier. Darauf sollten wir uns nicht verlassen. Das ist der Grund, wieso noch nie jemand von Beast Island entkam. Es ist ein Tyro. So ist es, ja. Als ob wir nicht schon genug Probleme hätten. Oh, ich glaube nicht, dass er uns Probleme machen wird. Er ist ein Freund von mir. Ist es nicht so, Tyro? Steigt auf Tyros Rücken! Dora nicht einfach zurücklassen. Keine Sorge, du wirst sie in den Whispering Woods wiedersehen. Oh, wundervoll. Dann werde ich Edora erzählen, dass ich mich auch der Rebellion anschließen werde. Das höre ich gerne, Lonnie. Hab vielen Dank.
Du musst mir erzählen, wie du und der Tyro Freunde geworden sind. Das muss ja eine tolle Geschichte sein. Ich muss sagen, Shira, es gibt schon seltsam aussehende Freunde, nicht wahr? Aber wir können froh sein, dass es sie gibt, Kaul.